Hey! So, ich werde euch heute mal die Nachteile des Au-pair-Lebens erzählen. Ich wurde letztens gefragt, weil in meinen Videos kommt ja immer alles so toll und so rüber und das kann doch nicht angehen, da muss doch auch irgendwas Schlechtes sein. Und dann habe ich gesagt, mache ich mal ein Video dazu. Das fragen sich vielleicht noch andere auch. Aber ja, mir fällt da echt gar nicht so viel ein. Ich habe da mal ein bisschen überlegt und sind halt nur so Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel die Kinder auch ertragen muss. Ertragen, das klingt auch hart, wenn sie mal ein bisschen launisch sind oder zickig oder so, aber sowas weiß man ja vorher auch und das darf man einfach nicht persönlich nehmen und ja, das ist zum Beispiel eine Sache, aber es ist echt nichts Schlimmes. Dann vielleicht, also das, was mich am meisten eigentlich stört, ist so, dass ich jetzt nicht wirklich reisen kann, weil ich halt also unter der Woche jeden Tag arbeiten muss. Aber das ist ja in jedem anderen Job auch so. Da muss man auch 5 Tage die Woche eigentlich arbeiten. Deshalb zählt das auch nicht so wirklich. Und ja, deshalb mache ich das halt jetzt nur für 6 Monate, damit ich danach noch Zeit habe. Also es gefällt mir halt gut, aber länger als 6 Monate möchte ich es jetzt erstmal auch nicht machen, weil ich erstmal jetzt was Neues machen möchte und so, weil das Au-pair-Leben ist halt schon so ein bisschen eintönig, kann man sagen. Also man macht halt jeden Tag das Gleiche so. Mit den Kindern kann man natürlich immer verschiedene Aktivitäten unternehmen, aber im Endeffekt hat man ja so seine Routine. Also zum Beispiel morgens frühstücke ich erstmal und so und dann gehen wir oft zum Beispiel in die Bücherei oder zum Spielplatz oder sowas und dann mittags gibt's Mittagessen, dann schläft der Kleine und dann wird das Mädchen von der Schule abgeholt und so. Also man hat schon seine Routine und das ist halt so ein richtiger Alltag. Aber ja, das ist halt vielleicht auch so ein kleiner Nachteil, aber das ist in einem anderen Job wahrscheinlich auch wieder so, dass man halt meistens das Gleiche macht. Von daher, ja. Das Gute ist eigentlich, das fühlt sich gar nicht so wirklich an wie ein Job. Halt, ich wohne ja hier auch, also bin ich zu Hause und ja, beschäftige mich mit dem Kleinen und ja, ist cool, dass man dafür noch Geld bekommt. Also verglichen zu anderen verdient man natürlich fast gar nichts. Also manche verdienen hier ja über 20 Dollar die Stunde oder so und wenn man, also ist durchschnittlich kriegen die Au-pairs hier in Australien so 200 Dollar die Woche. Das ist so normal. Würde man das mal auf die ganzen Stunden dann runterrechnen, ist das ja echt nichts. Aber dafür wohnt man ja hier auch und muss keine Miete bezahlen und bekommt was zu essen und so. Also rentiert sich das auf jeden Fall auch wieder. Und ja, das ist halt auch so ein sicherer Job, was auch richtig cool ist. Also man könnte vielleicht schon gekündigt werden, aber wenn man sich einigermaßen gut anstellt, dann sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Und es ist halt praktisch, wenn man herkommt, und dann hat man halt schon gleich einen Job. Einen Job. Einen Job. Und wenn man jetzt als Backpacker herkommt oder so, dann ist das ja so ein bisschen ungewiss, da weiß man nicht, ja, finde ich jetzt gleich was, wenn ich herkomme und so. Also das gefällt mir schon gut daran, dass es so eine Base ist sozusagen. Jetzt bin ich schon wieder abgeschwiftet. Eigentlich wollte ich ja euch die Nachteile erzählen. Aber ja, mir fällt da nicht so wirklich was ein. Ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Blöde Arbeitszeiten habe ich noch aufgeschrieben. Also, blöde Arbeitszeiten habe ich geschrieben, weil es kommt auch von Familie zu Familie natürlich drauf an. Also manchmal, also manche Au-pairs müssen halt morgens früh arbeiten und dann abends wieder und haben dann zwischendurch Freizeit und so. Ich arbeite eigentlich immer so von 8 bis 4, was ganz okay ist. Kann man halt nicht mehr so viel machen dann danach, aber ja, es geht schon. Und ja, also mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Au-pair sein ist super. Also wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht für noch viel länger machen. Aber so gefällt mir das echt richtig gut. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Also wenn ihr Kinder mögt, natürlich, das ist schon ein Kriterium. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video war einigermaßen hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!